herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Ich bin heute an der Burg Steinsberg in Zinsheim unterwegs und der Plan ist es, heute hier Drohnenaufnahmen zu machen vom Sonnenaufgang mit der Burg Steinsberg. Das Wetter passt soweit, ich habe schon gesehen, die Wolken sind ideal überhalb der Burg. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal die Drohne steigen lassen und dann schauen, wie sich das Licht einstellt. Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, also seid gespannt, was wir jetzt gleich machen. Ja, also ihr habt es gesehen, es ist noch kurz vor Sonnenaufgang. Es ist außenrum schon so ein bisschen neblig in den Tälern, in den Ebenen drin. Das macht vielleicht eine ganz tolle Stimmung. Schauen wir mal, wie es auf den Bildern dann aussieht. Wenn die Sonne aufgeht, müssten hier diese Wolken, die sich aber so langsam verziehen, also es wird eigentlich Zeit, dass die Sonne aufgeht, beziehungsweise hoffentlich halten die Wolken ein bisschen länger, dass wir die noch mit aufs Bild kriegen, weil sonst ist der Himmel wirklich ziemlich leer und das wäre nicht ganz so toll auf den Bildern. Mal schauen. Ihr hört es vielleicht schon am Klackern der Drohnenfernbedienung, dass ich bei Aufnahmen mit hoher Dynamik, wie es hier der Fall ist, immer eine HDR-Aufnahme aufnehme. In manchen Fällen, wenn die Dynamik nicht so hoch ist, aber dafür das Licht sehr gering ist, empfiehlt sich auch eine Serienbildaufnahme zu machen, um später das Rauschen über Photoshop zu eliminieren. Da hinten wird das Licht jetzt natürlich gerade phänomenal schön. Da nochmal diese kleine Kapelle hier. Gehen wir mal noch ein bisschen runter. Wir müssen eh gleich zurückfliegen, weil der Akku streikt. Sehen, dass es wirklich jetzt phänomenales Licht war. Ich hoffe, ich konnte es auch im Video rüberbringen mit den HDR-Aufnahmen der Drohne. Das soll es auf jeden Fall geklappt haben. Und jetzt bin ich auf die Rückseite der Burg gesprintet, weil sich doch dieses schöne Licht hier einstellt und hoffe, ich komme jetzt noch irgendwo an eine Stelle, wo ich das auch nutzen kann. Vielleicht mit dem Tele selbst oder wenn nicht, dann habe ich noch den dritten Drohnenakku, den ich auch noch mal schnell starten kann. Gucken wir mal. Jetzt bin ich an der kleinen Kapelle, die ich eben von oben fotografiert habe und laufe jetzt hier hinten rum. Da ist das Licht, das Sonnenlicht und vielleicht kann ich da irgendeine Komposition finden, die sich rentiert. Nun, wenn nicht, dann nicht. Dann hatte ich wenigstens meinen Frühsport. So, Drohne habe ich gerade noch mal weggelassen und habe jetzt mal wirklich mit dem Tele noch ein paar Aufnahmen gemacht. Da ist so ein, ja, glaube ich, ein Shot dabei, der ist ganz gut. Da sieht man schön die Schichten, die der Nebel erzeugt. Ja, bei solchen Aufnahmen mit solchen Lichtstimmungen, mit diesem Nebel und
diesen monotonalen Farben und diesen Nebelschichten, die sich da so auflegen. Da gibt es natürlich nicht viel, was man beim Bearbeiten beachten muss. Die Bilder kommen meistens schon so raus, dass man sie eigentlich direkt verwenden könnte. Aber Drohnenaufnahmen, da kann man schon einiges falsch machen und einiges richtig. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe Belichtungsreihen gemacht und was man damit anstellen kann, um die Drohnenaufnahmen nochmal deutlich zu verbessern, das schauen wir uns jetzt an. So, herzlich willkommen hier in meinem Arbeitszimmer. Ich habe ja gesagt, wir kümmern uns jetzt mal um eine Drohnenaufnahme und ich zeige euch jetzt mal, wie ich hier alles Mögliche raushol, was es rauszuholen gibt. Und dazu gehen wir mal in Lightroom. Als erstes seht ihr hier jetzt die Drohnenaufnahme, die ich gemacht habe. Ich habe hier eine HDR-Aufnahme gemacht. Das heißt, ich habe mir versucht, alle möglichen Informationen von dieser Szene mit aufzunehmen. Und um diese zu verbinden, wähle ich alle Dateien aus. Ich drücke Umschalt, die erste Datei und die letzte Datei mit der Maustaste, mache Rechtsklick, Zusammenfügen von Fotos, HDR. Und das HDR wird jetzt direkt in Lightroom selbst erstellt. Dazu erhalten wir diese Vorschau und hier können wir noch einstellen, ob wir Geistereffekte entfernen wollen. Das empfehle ich schon. Falls welche vorhanden sind, sind die jetzt gar nicht vorhanden. Deswegen können wir auch niedrig oder keine einstellen und machen zusammenfügen. Jetzt sehen wir hier, wie das HDR erstellt wird und in wenigen Sekunden können wir es dann im Entwicklungsmodul bearbeiten. So, das HDR ist zusammengefügt. Was wir jetzt machen ist, wir sehen jetzt hier diese Spreizung der Tonwerte, ganz hell, ganz dunkel. Wir können jetzt hergehen und können sagen, wir fangen jetzt hier an und ziehen hier schon am Histogramm, und um das Ganze ein bisschen anzugleichen. Und ihr seht hier, dass hier die Lichter und Tiefen schon verstellt werden. So, da können wir natürlich auch hier weiterarbeiten. Und jetzt passen wir einfach so ein klein wenig die Belichtung an, sodass sie uns gefällt. Und dann vielleicht ein bisschen Struktur und Klarheit. Das bringt so ein klein bisschen Schärfe rein, aber nicht zu viel machen. Und dann schauen wir mal. Dynamik in der globalen Anpassung bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich habe hier meistens schon mein Preset bei der Gradationskurve. Und da gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. So, vorher ohne Gradationskurve, nachher mit Gradationskurve, ganz kleine Anpassungen. Vielleicht gucken wir mal, dass wir hier das Schwarze nicht so stark abschneiden. So, beginnen wir mal. Und ja, ein bisschen groppen könnte man natürlich auch. Wir könnten mal gucken, ob das alles gerade steht. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde es gern ein wenig anders groppen, vielleicht sogar noch flacher mit einem 16:9. Hier neben ein bisschen den Parkplatz wegmachen. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, ich glaube so. So sieht man es auch gut. So, dann Kalibrierung. Schauen wir mal. Bringen wir ein bisschen Farbe ins Spiel, weil es war ja ein sehr farbenfroher Morgen. Und hier probiert man meistens ein wenig aus. Man weiß auch dann mit der Zeit schon, auf was es denn ankommt, wenn man welchen Effekt erhalten möchte. Wir möchten das Ganze jetzt so ein bisschen knalliger machen. So, ohne Kalibrierung, mit Kalibrierung. Das sieht meines Erachtens sehr, sehr gut aus. Farbmischer. Hier in der Luminanz können wir ein bisschen mit den Farbtönen arbeiten. Und ich mache also wirklich sehr vorsichtig. Ich bin kein Freund von übertrieben gesättigten Bildern, aber man kann so ein bisschen natürlich das Ganze angleichen, dass es stimmungsvoll aussieht. So, das Grün gehen wir ein bisschen ins Gelbliche, einfach um die Farbtöne so ein bisschen anzupassen. Und wie sieht das jetzt aus? Vorher, nachher. Ihr seht, ich mache so viel gar nicht, aber es sieht gleich viel besser aus. So, schärfen. Hier erstmal maskieren, mit Alt gedrückt halten, schauen, dass man wirklich nur die Kanten erwischt und hier die Schärfe so einstellt. Wenn ihr anfangt, hier irgendwelche Halos zu sehen,
dann ist zu viel Schärfe vorhanden. So, aber ich glaube, so geht's. Ja, das war's dann schon von den allgemeinen Einstellungen. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die selektiven Anpassungen. Die Sonne sieht schon echt sehr gut aus. Wir machen hier so einen kleinen Radialfilter, ganz weich, und gehen vielleicht mit der Helligkeit ein bisschen hoch und ein bisschen von der Farbtemperatur. Und gehen hier mal auf das Dunst entfernen. Und ihr seht hier, es entsteht so ein Schein, der so um die Sonne herum scheint. Und das ist wirklich ein Effekt, den man immer so wieder so ein bisschen anpassen kann. Ihr seht es, wenn er aus und ein. Dann, was ich sehr gerne mache, ist ja unten so ein bisschen ein klein wenig abdunkeln oder beziehungsweise vielleicht auch mehr Kontrast reinbringen in den Vordergrund, beziehungsweise hier jetzt halt in den unteren Bildbereich. Einfach um das ein bisschen, dass man so eine dunkel nach hell Übergang hat. Und was könnte man jetzt hier noch machen? Wir könnten den Radialfilter hier auch nochmal ein bisschen bemühen und könnten jetzt hier das Ganze so ein bisschen darstellen, als würde hier das Licht so an der Dings vorbeischeinen. Ihr seht, was es macht. Ja, das ist jetzt vielleicht viel zu arg, aber so ein kleines wenig. Kleines bisschen, vielleicht auch mit dem Dunst entfernen nochmal arbeiten. Als hätte man hier so ein Schein, der hier reingeht. Können zum Schluss auch noch die Stärke ein bisschen rausnehmen wieder. Und können uns das auch nochmal anschauen, vorher, nachher, ob der Effekt auch da ist, den wir haben wollen. So. Was wir auch machen können, ist, wir können mal gucken, ob er das Motiv erkennt. Ja, fast, ne? Aber wir können es mal nutzen und können hier ein klein wenig mehr Kontrast, etwas mehr Klarheit hier reinbringen in dieser Stelle und subtrahieren uns jetzt einfach das, was wir nicht wollen, weg mit einem linearen Verlauf, und somit haben wir nur den oberen Bereich mitgenommen. Also, wo kommen wir her? Vorher und nachher. Sieht doch echt super aus. Und das Ganze mit einer einfachen HDR-Aufnahme ohne irgendwelche besonderen Effekte. Also wirklich nur ganz easy in Lightroom selbst. Was wir noch machen können, wäre jetzt natürlich so ein bisschen Dodge und Burn. Einzelne Stellen ein bisschen heller machen, einzelne Stellen ein bisschen dunkler. Aber ich glaube, man braucht es gar nicht. Man kann es wirklich so nehmen. Das war es dann von hier. Viel Spaß weiter mit dem Video. Ja, das war's von der Burg Steinsberg und auch den Bildern mit dem Bearbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet wieder ein bisschen was lernen, auch speziell auf dem Bearbeiten von Tonbildern. Ich sag, macht's gut, ciao, bis dann.